Wollte ich nur mal eine kleine Info geben. Wir haben heute Nacht mit dem Betriebsrat von VW mal telefoniert, weil ich gerne Autoindustrie arbeite und wir alle da so ein bisschen vernetzt sind. Die von VW, die haben jetzt schon, obwohl das überhaupt noch nicht spruchreif ist und noch ja nicht darüber zu lesen ist, in kompletten harten Lockdown zugestimmt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ab 1. Februar oder so in der Drehe die komplette Wirtschaft runtergefahren wird. Mindestens 14 Tage, wenn nicht sogar 4 Wochen. Das spricht auch dafür, dass die Merkel unbedingt einen vorgezogenen Corona-Gipfel einbehalten will. Die wartet nicht bis 31. Januar. Das wird die jetzt die nächsten Tage mit ihren Länderchefs beschließen und dann machen die ab 1.2. dicht. Außer systemrelevante Berufe, so wie Danny hier, der seinen Jurkensalat da hin und her kutschiert, die werden weiterarbeiten müssen. Komplette Kontaktbeschränkung, gar kein mehr aus einem anderen Haushalt. Eine Person aus dem Haushalt darf nur noch einkaufen gehen und danach wieder zack, zack, ab nach Hause. Abends mal eine Stunde mit der Töle scheißen gehen auf der Straße und dann ist Feierabend. Das werden die definitiv durchziehen. Also wer da noch irgendwas vorhat, der sollte das ja demnächst machen. Das wird kommen. Das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Wenn der VW-Betriebsrat das schon bewilligt, obwohl das überhaupt noch ja nicht irgendwo in den Medien irgendwo aufgetaucht ist, dann könnt ihr glauben, dann kommt das so. Denn das haben wir heute Nacht aus erster Hand. Juti, alles klar, wollte ich euch nur mal so mitteilen, denn redet ihr ballert.